gleich treffe ich ihn, Mike Franz, den stellvertretenden Kapitän des SC Freiburg. Er hat hier viel erlebt. Abstieg, Aufstieg und jetzt dieser Höhenflug. Warum ist Freiburg so gut? Das möchte ich von ihm wissen. Mike Franz joined Freiburg in 2014 and has since become the linchpin of their midfield. In his career he has played every position bar central defender and goalkeeper. A qualified painter and decorator, Mike started his career as a striker, but for years was never sure if professional football was the right vocation. Er ist ein Kämpfer, ein Vorbild für die Mannschaft. Wie er sich reinhaut und auch die wichtigen Bälle gewinnt und ein Zeichen setzt. Jemand, der vorangeht, der auch mal eklig ist, aber auch vor allem die Jungen leitet. Jetzt gehörst du ja schon zu den älteren, erfahrenen Spielern. Was gibst du denn den Jungen so vor? Im Training und auch auf dem Platz? Ja, ich glaube, dass es in erster Linie darum geht, sich jeden Tag selbst motivieren zu können. Ich glaube, dass das Spiel mittlerweile auch so viel an Dynamik gewonnen hat, dass es einfach in erster Linie darum geht, auch jeden Tag fit zu sein. Wenn man einmal hinfällt, dann muss man immer noch ein weiteres Mal aufstehen. Und ich glaube, daran habe ich mich immer orientiert und kann das, glaube ich, auch ganz gut weitergeben. So. Ist es so eine Freiburger Tugend, auch wenn man mal abgestiegen ist, steht man wieder auf und steigt wieder auf? Ja, ich glaube, in erster Linie leben wir hier in der Realität, wissen, dass es für uns was Besonderes ist, dass wir Bundesliga spielen können mit unseren Voraussetzungen. Wir haben nicht die Infrastruktur, wie es andere Vereine haben. Aber es ist halt dann für uns auch ein bisschen dieses David gegen Goliath-Denken, dass wir eigentlich immer erstmal unterlegen sind, aber es doch ganz, ganz oft hinbekommen, das auszugleichen mit unserer Willensstärke. Du hast ja einen anderen Beruf noch ausgeübt, beziehungsweise auch gelernt. Du bist dann eigentlich relativ spät Profifußballer geworden. Schätzt du das eigentlich, dass du so zu den privilegierten Menschen gehörst auf diesem Planeten, die ihr Hobby zum Beruf machen konnten? Ja, definitiv. Mein Vater ist ja immer noch auf der Baustelle, jeden Tag unterwegs, mein Bruder auch. Und das ist ein harter Job auf der Baustelle? Es ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Es war hart, aber ich muss sagen, es hat mir immer Spaß gemacht. Also auch mit den Jungs da auf dem Gerüst zu stehen, ist dann anders. Also jetzt ist so, ich habe jeden Tag wahnsinnig Spaß mit unserer Mannschaft. Freiburg have been a joy to watch all season. The promoted club were tipped by many to go straight back down again. Yet they have inconspicuously climbed to sixth in the table. With Mike Franz the cornerstone of their success. Ja, ich glaube, dass wir uns in erster Linie bewusst sind, dass wir eigentlich gerade läuferisch eigentlich dem Gegner eigentlich immer überlegen sind. Also es ist eigentlich in Es sind 27, 28 Spiele gespielt und wir waren, glaube ich, einmal, wo wir gleich gelaufen sind. Ansonsten sind wir immer mehr gelaufen. Es ist natürlich so, dass wir das in erster Linie uns auch das Wissen, das zu haben, gibt dir natürlich auch zusätzliche Kraft. Dann gerade hinten raus in der Saison waren es alle Spiele, die eng waren, haben wir gewonnen. Das heißt, du hast hier mehr gearbeitet als in deinen früheren Stationen? Definitiv, ja. Ist das, was euer Trainer euch jeden Tag vermittelt, diesen Willen aufzubringen? Also erstmal muss ich dazu sagen, dass unser Trainer, glaube ich, was Verlieren angeht, einer von der Sorte ist, die es gar nicht können. Aber da, glaube ich, deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil ich es auch überhaupt nicht kann und auch immer noch nicht damit umgehen kann. Aber er will einfach jeden Tag von dir alles. Ja, also ihm ist einfach nichts gut genug, ohne dass er dir das Gefühl gibt, du tust denn alles. Und er erkennt aber dann auch den Wert des, von einzelnen Spielern, in welche Spielabschnitte sie ihre Qualität haben zum Beispiel. Und das ist so ein Wert, wo er dir das Gefühl gibt, dass du dann auch wichtige Arbeit geleistet hast. Toller Teamgeist, ein Trainer, der mit seinen Spielern spricht und zuhört und ein wunderbares Lebensgefühl. Die Sonne scheint hier, der Schwarzwald. Deswegen ist der SC so erfolgreich.